Grüß dich, willkommen zur TAP-Herausforderung im Blutzelle 6 am 17.11.2024 auf der Gravinderpark. Schwierigkeitsstufe Schwelm-Schimpansen-Modus und das sind die Regeln. Das Ganze spielt sich in Runde 76 ab und das größte Problem ist hier die hohe Runderneuerungsrate. Okay, los geht's! Ich kenne hier zwei Lösungen und zuerst zeige ich dir die schnellste und einfachste Lösung und die geht mit dem Reißnagelwerfer. Den platzierst du einfach hier an diese Stelle hin, mach als Verbesserung 5. 0 und die Stufe 2. Okay, jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Der Reißnagelwerfer nimmt ohne Probleme die ganze Keramik-Bloons auseinander. So, das ist Sieg Nummer 1. Ich bekomme hier 90 Hafendollar und ein Wurfverlaffen mit 032. Die zweite Lösung ist auch super einfach, dauert nur ein bisschen länger und sie geht mit dem Bombenwerferturm. Den platzierst du am besten hier hin. Mach als Verbesserung 5. 2 und 0. So, auch hier kannst du dein Spiel jetzt schnell laufen lassen. Der Bombenwerfer braucht ein bisschen länger, bis er die ganzen Keramik-Bloons zum Platzen bekommt, weil die immer wieder nach hinten zurückversetzt werden und dann halt Zeit benötigen, bis sie wieder nach vorne schweben. Okay, das ist Sieg Nummer 2. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus.